Eine Suche für alles, jederzeit mit einem Klick erreichbar. Das ist das Ziel von Microsoft mit der Microsoft-Suche. Und auch wenn es noch nicht perfekt ist, es ist schon ganz schön weit. Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Dieses Video ist der Auftakt zu einer Reihe von Videos rund ums digitale Suchen und die Grundlage für die Nutzung von Suchwerkzeugen von Microsoft. Wenn du also die weiteren Videos nicht verpassen willst, dann abonniere doch gleich den Kanal und schalt die Glocke dazu ein. Heute zeige ich euch die Microsoft-Suche im Überblick. Das heißt, wir starten mit etwas Theorie rund um Voraussetzungen, Aufrufmöglichkeiten und Eigenschaften der Microsoft-Suche, schauen uns dann die Vorschläge, die Eingabemöglichkeiten und die Verzahnung mit anderen Suchwerkzeugen von Microsoft Office an. Und zum Schluss gibt es noch ein paar kleine Tipps und ich zeige euch, wie ihr das Suchfeld reduzieren und auch erweitern könnt. Nun zunächst zu den Voraussetzungen. Die Microsoft-Suche setzt Microsoft 365 voraus. Es gibt zwar auch eine sogenannte Standalone-Installationsmöglichkeit, die hat bei mir jetzt aber so nicht geklappt. Aber auch wenn ihr kein Microsoft 365 habt, die Microsoft-Suche ist primär mal ein Einstieg in andere Suchwerkzeuge, die es in Microsoft Office auch gibt. Und die werden wir in diesem Video auch sehen. Das zweite wäre der Aufruf. Ich habe es hier schon in der Überschrift gesehen. Mit Alt und M kann man sie aufrufen. Aber es ist auch in der Titelleiste jedes Programms ein Feld oder auch eine Lupe, über die ihr die Microsoft-Suche aufrufen könnt. Es sieht dann so aus. Und zwar habt ihr hier erstmal zum Beispiel OneNote mit dem Suchfeld oder auch Word mit dem Suchfeld. Hier wäre dann Word im Web. Und hier unten seht ihr noch OneNote ohne das Suchfeld, also genau genommen mit reduziertem Suchfeld. Das sieht man dann hier an der Lupe, da könnte man draufklicken. Aber Alt und M funktioniert auch, wenn nur die Lupe sichtbar ist und nicht das Suchfeld selbst. Diese Suche hat ein paar Eigenschaften, die relativ wichtig sind. Und zwar zum einen, es ist zwar immer dieselbe Art von Suche, aber sie ist kontextabhängig aufs Programm. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Begriff eingebt, wie zum Beispiel Handschrift, dann werdet ihr in Word andere Funktionen vorgeschlagen bekommen als zum Beispiel in OneNote. Das Zweite ist, dass die Suche hier personalisiert ist. Und zwar zum einen, weil ihr nur Dinge angezeigt bekommt, auf die ihr auch Zugriff habt. Und zum anderen, weil dahinter eine Datenanalyse mit einer Software liegt, die Microsoft Graph heißt. Und die ist auf euch bezogen, also auf Dokumente, die ihr in letzter Zeit verwendet habt, auf Suchanfragen, die ihr schon verwendet habt und so weiter und so fort. Außerdem ist es aber auch organisationsspezifisch. Das heißt, Trends in eurer Organisation führen auch zu Einträgen hier in der Suche. Und ihr könnt appübergreifend suchen. Das heißt, wenn ihr nach einem Begriff sucht und den habt ihr vielleicht vor kurzem in einem anderen Programm verwendet, also sagen wir mal, ihr seid gerade in Word und ihr habt aber in PowerPoint diesen Begriff verwendet, dann werden euch PowerPoint-Dateien aus der letzten Zeit vorgeschlagen und die könnt ihr dann direkt von hier öffnen. Außerdem habt ihr eine Zusammenfassung von Suchergebnissen aus verschiedenen Suchfunktionen und dann Verweise auf diese Suchfunktionen. Das heißt, es sind Suchfunktionen, die gab es bisher schon, Suchen in Word zum Beispiel oder die Suche in der Hilfe in Word. Oder auch die Suche nach Funktionen in Word. Aber das ist jetzt sozusagen gebündelt in einer Sucheingabe und dann mit Verzweigungen auf die speziellen Suchen dazu. Und die haben eigentlich alle von euch in Microsoft Office, auch wenn ihr Microsoft 365 mit der Microsoft-Suche nicht habt. Und zum Schluss noch ganz wichtig, Bing, also die Suche von Microsoft im Web, verwendet auch diese Microsoft-Suche. Und das hat einige Auswirkungen, auf die wir dann in späteren Videos mal genauer zu sprechen kommen. Aber nun zur Nutzung von der Microsoft-Suche, erstmal am Beispiel von Word. Und zwar seht ihr sie hier oben, Suchen, Alt-M. Und wenn ihr da reinklickt und erstmal noch nichts eingebt, dann gibt es schon einen Vorschlag. Und der Vorschlag, der bezieht sich jetzt zunächst mal auf zuletzt verwendete Aktionen, das heißt Dinge, die ihr benutzt habt oder auch vorgeschlagene Aktionen aufgrund dessen, was ihr vor kurzem getan habt. Und wenn ihr hier zum Beispiel auf Freihandgleichung klickt, dann wird diese Funktion direkt aufgerufen. Leider wird euch hier nicht gezeigt, wo ihr diese Funktion findet. Also es ist keine Hilfe, sondern es ist nur der Weg zu dieser Aktion.
Wenn ihr die jetzt sehr viel braucht, dann habt ihr die Möglichkeit, direkt mit einem Rechtsklick auf die Aktion diese zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzuzufügen und dann wird die hier oben mit eingebaut. Dann habt ihr hier aber auch vorgeschlagene Personen, mit denen ihr in letzter Zeit zusammengearbeitet habt. Da könnt ihr hier hinten auf den Pfeil klicken und dann habt ihr die Möglichkeit, dieses Dokument gleich mit dieser Person zu teilen oder auch euch eine Visitenkarte für die Person anzuzeigen. Wenn ihr jetzt einen Suchbegriff eingebt, ich nehme mal Hand, dann seht ihr auch wieder diese Aufteilung. Ihr habt hier die Aktionen, dann habt ihr jetzt im Dokument suchen dazu, Hilfeanforderungen, Dateien und weitere Suchergebnisse. Im Dokument suchen, wenn ihr das anklickt, dann erscheint die Standardsuche von Word, die ihr auch mit Steuerung F aufrufen könnt. Und ihr habt hier die klassische Darstellungsmöglichkeit für die Treffer. Ihr seht die Treffer hier im Dokument, Hand, Hand, Hand. Und wenn ihr hier über die Pfeile weiterspringt, dann werden euch die Treffer auch entsprechend angezeigt oder eben auch rückwärts. Und ihr kommt von hier auch in die weitere Suche von Word. Das wäre also die Suche innerhalb des Dokuments. Darüber hinaus habt ihr auch die Möglichkeit, die Aktionen aufzurufen, wie wir sie schon hatten, und auch die Hilfe aufzurufen. Und in der Hilfe bekommt ihr jetzt zum Beispiel zum Konvertieren in Freihandformen oder auch zu, ich gehe mal auf mehr Anzeigen, oder auch zu Wasserzeichen, Datenreihen und so weiter, bekommt ihr jetzt eine Hilfe, in der erklärt wird, wie die Sachen funktionieren und wo ihr die findet. Gibt es auch bisher schon in Word. Dann, wenn ihr den Begriff eingebt, könnt ihr auch auf Dateien zugreifen. Ihr seht, hier wird mir eine PDF-Datei vorgeschlagen. Ich kann jetzt die öffnen oder ich kann sie hier teilen. Und zum Schluss gibt es noch eine Funktion, die heißt weitere Suchergebnisse für Hand. Das ist eine Funktion, die kann man in Word sonst so direkt über ein Symbol nicht aufrufen. Es ist die Art, wie Suchergebnisse auch in den Web-Applikationen, also in Word fürs Web oder in OneNote fürs Web angezeigt werden. Wenn ihr die anklickt, dann bekommt ihr hier eine Suche angezeigt, die hier zunächst mal nach allen Inhalten sucht. Und zwar mit Unterstützung, ihr seht das Ganze hier rechts unten von Bing. Und hier über Mehr könnt ihr sehen, ihr könnt gezielt im Web, in Medien, in der Hilfe, in Notizen, in Dateien suchen. Im Moment suchen wir in all dem. Ich nehme mal nur das Web hier. Und wenn ihr jetzt hier anklickt, zum Beispiel Hand in Wikipedia, dann springt ihr in euren Browser und direkt zu diesem Thema Hand. Also das heißt, ihr habt eine Suche, mit der ihr eigentlich überall suchen könnt, sogar im Internet in diesem Fall. Ihr schließt diese Spalten hier rechts oder hier links über dieses Schließensymbol oder auch hier die Hilfe über das Schließensymbol, sodass ihr dann wieder eine ganz normale Anzeige habt. Diese Suche gibt es jetzt hier auch in den Web-Anwendungen. Wenn ich einfach mal in Word im Web springe, dann seht ihr, hier gibt es auch Suche mit Alt und M. Und im Prinzip auch Vorschläge, wenn ich Hand eingebe, dann bekomme ich auch hier zum Beispiel die Suche im Dokument nach Hand. Dann wird mir hier auf der rechten Seite wird angezeigt, eben wie der Text außenrum heißt. Hier wird der Treffer angezeigt und ich habe auch hier die Möglichkeit jetzt durch Anklicken an die entsprechenden Stellen zu springen. Also das heißt, das ist die Suche, die wir auch als letztes gesehen haben, nur hier mit dieser Datei. Und wir hatten das eben mit alle. Ihr erinnert euch, so sah das gerade aus und man kann hier dann entsprechend auswählen. Und ihr seht auch hier wieder, unterstützt von Bing, weil die Microsoft-Suche sozusagen auch die Basis für die Websuche mit Bing ist. Was ihr immer wieder findet, ist als Tastenkombination Alt und Q für die Microsoft-Suche. Das ist veraltet. Da braucht ihr gar nicht ausprobieren, Alt und M ist die neue Tastenkombination für die Suche. Außerdem werdet ihr immer mal wieder auch von Microsoft Search lesen. Microsoft Search, Microsoft Suche ist dasselbe. Leider wird im Deutschen immer mal wieder der eine oder andere Begriff verwendet, auch in den Erklärungen von Microsoft. Also lasst euch da auch nicht irritieren. Und wenn wir nochmal in Word zurückgehen, in die Desktop-App in Word, hier könnt ihr dieses
dieses Suchfeld auch reduzieren, und zwar über Datei Optionen. Und dann findet ihr gleich unter Allgemein den Eintrag, das Microsoft-Suchfeld standardmäßig reduzieren. Und wenn ihr dieses Häkchen setzt, mit OK bestätigt, dann verschwindet eben jetzt hier das Suchfeld und ihr habt es hier über die Lupe. Und wenn ich jetzt Alt und M drücke, dann geht es aber trotzdem auf. Ich persönlich fand es am Anfang sehr gut, das eingeblendet zu haben, weil ich dadurch eher einen Blick dafür hatte. Jetzt ist es aus meiner Sicht egal. Schaut, wie ihr das am besten für euch einstellen wollt. Ja, und nun freue ich mich auf eure Fragen und Anregungen. Schreibt mir die doch unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die immer gern und die helfen mir auch zu schauen, welche Videos zum Suchen ich als nächstes mache. Ich habe zwar schon so einen groben Plan, aber ich habe das noch nicht ganz entschieden. Und wenn ihr jetzt sagt, mich interessiert besonders dies oder besonders jenes, dann wird das entsprechende Video sicher schneller kommen, als das sonst der Fall wäre. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte hinterlasst mir als Dankeschön auch den Daumen hoch da. Und vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.